Hallihallöchen, meine lieben Freunde. Weiter geht's mit Let's Play World of Warcraft. Wir waren in der letzten Folge Scholomanns und da ich nicht zwei Instanzen in a row gehen möchte, machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter in Feralas. Wir haben ein neues Ausrüstungsstück bekommen. Ich bin ja froh, liebe Leute, dass wir keine Waffe bekommen haben. Es hätte mich dezent geärgert, da bin ich ganz ehrlich. Wenn wir jetzt im Nachhinein irgendwie, auch nicht Furor, wenn wir jetzt im Nachhinein eine Waffe bekommen hätten, die noch besser ist. Wobei natürlich, man muss auch ganz klar sagen, wir reden jetzt von Verbesserungen im marginalen Bereich. Wenn wir jetzt eine neue Waffe bekommen würden, zwei Item-Level mehr, heißt vielleicht einen Stärkepunkt oder einen Secondary-Stat mehr. 0,1, 0,2 Schaden pro Sekunde mehr. Also wirklich marginal. Aber mich würde es, hätte es trotzdem wahrscheinlich geärgert. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber schön, das Trinket haben wir natürlich auch bekommen. Trinket und hier die neuen Füße. Die haben wir auch bekommen. So, da oben haben wir eine Eisenader. Ein bisschen off-topic. Ich habe heute und auch gestern versucht, wieder ein bisschen League-Gameplay aufzunehmen und hochzuladen. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr... Okay, der Welpling ist buggy. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr Interesse am League-Gameplay habt. Ich habe da bisweilen ein bisschen Probleme mit dem Erstellen von diesen Videos, aber ich würde mich eventuell dann nochmal damit beschäftigen, falls ihr daran Interesse habt. Ich kann euch aber auch direkt sagen, was League angeht. Ich bin richtig schlecht geworden, weil ich seit einem Jahr nicht mehr gespielt habe. Und B, ich werde nicht wieder so intensiv suchten, wie ich das damals mal getan habe. Das wird nicht nochmal passieren. Ich habe ja eine Zeit lang mal wirklich jeden Tag ein Leak-Video rausgehauen, habe das immer mit OBS gemacht, da gab's halt, war halt gar kein Aufwand. Immer wenn ich gezockt habe, habe ich OBS angeschmissen, Mikro vor die Nase gesetzt und dann dazu einfach mir einen Ast abgelabert. Es war kein Aufwand für mich und ich habe das gerne gemacht. Und die sind auch immer echt gut angekommen. Jetzt kommen wir dazu. Ich habe gemerkt, dass ich, als ich direkt wieder mit League angefangen habe, ja, das ist diese Competitive-Spiele. Diese Spiele, wo es wirklich nur um PvP geht. Und das ist die gleiche Geschichte wie mit WoW in Arena. Ich bin direkt unter Strom, direkt unter Adrenalin. Und selbst wenn ich mir eigentlich vor Augen halte, es ist Preseason, es ist völlig egal, wie du spielst, ja. Dennoch geht es mir direkt an die Substanz, ja. Also, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen verweichlicht oder so ein bisschen softy, aber ganz im Ernst, mir tritt sofort wieder der Schweiß auf die Stirn, wenn ich das anfange. Und dieses Spiel tut mir auf Dauer einfach nicht gut. Es tut nicht meinen Mäusen gut, den Mäusen halt, ja, der Gaming Maus. Ihr wisst, was ich meine. Das Dingens, womit man steuert. ich weiß nicht. Ich habe in meinem Leben zwei oder drei Mäuse geschrottet im Zuge von League of Legends und das spiegelt eigentlich komplett das wider, was League mit mir jedenfalls macht. Ich kann das nicht spielen und so eine ausgeglichene Stimmung an den Tag legen. Funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ich bin da direkt irgendwie so ein bisschen. Mir geht es auf die Nerven, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann, wo ist denn der scheiß Kerl hier? Und wenn ich dann direkt hier wieder in diesem Competitive-Modus bin und direkt wieder denke, ja, ich muss gewinnen, oh, ich muss Elo gewinnen, ich muss bla bla bla. Leute, das ist auf Dauer einfach nicht meins. Das ist einfach nicht auf Dauer nicht meins. Das ist dann keine Entspannung und sind wir mal ehrlich, wir spielen ja Computerspiele, um uns zu entspannen. Das sollte eigentlich der Hauptgrund sein, weil Spaß macht, weil es zur Entspannung dient. Und ich verstehe Leute, die auf Twitch League streamen, da gehört dieser Competitive-Aspekt einfach dazu, zur Unterhaltung dazu. Und ich verstehe auch, warum League-Gameplays durchaus auch unterhaltsam sein können. Weil halt man es nicht einfach nur so spielt, sondern weil man da mit Ehrgeiz dahinter steht, weil man da was erreichen möchte. Da geht es um ein paar Punkte, dann kommen die Promos, dann kommt das Season-Ende näher und man will unbedingt noch was erreichen.
Und das weckt dann alles irgendwie so den Wettbewerbsgeist und das steckt dann auch an. Und ich kann das alles verstehen, auch natürlich die Wutausbrüche, die Enrage-Reden, all das, was wir da kennen. Das ist alles unterhaltsam und auch toll, aber ich finde das total belastend. Ich sag's euch, wie es ist. Ich finde das total belastend. Und ich erinnere mich an Aufnahmesessions von League of Legends, auch als damals, als ich mit zwei Freunden wirklich viel League gespielt habe, auch 3 und 3, wieder fast Diamond geworden sind. Ja, ich weiß, ist nichts Besonderes für den einen oder anderen. Für uns war es das aber. Haben dann in der Season Platin 1 gemacht, im 3 und 3 Team. Damals gab es noch 3 und 3s. Es ist einfach, nach diesen Sessions war ich so am Arsch, sagen wir es wirklich. Ich war so am Arsch und ich habe halt auch andere Sachen zu tun, außer League zu spielen. Ja, ich möchte natürlich auch noch meine anderen Projekte irgendwie am Laufen halten. Und sowas wie WoW ist halt für mich so eine Herzensangelegenheit. Ich möchte unbedingt, dass WoW weitergeht. Auch Skyrim möchte ich Zeit widmen, was im Moment wirklich fast schon ein wenig zu kurz kommt. Und das sind so alles Punkte, um die möchte ich mich kümmern und ich habe Angst, dass ich wieder anfange, irgendwie League so ein bisschen für mich professionell zu spielen. Professionell nicht im Sinne von, ich bin LCS-Spieler, sondern für mich persönlich professionell. Was für den anderen Amateur hoch 10 ist, für mich dann professionell. Das würde mir an die Substanz gehen und das würde Stress entstehen. Und ich habe keine Lust auf diesen Stress. Also wenn ich nochmal League spiele, dann echt unregelmäßig, je nachdem, ob ich Bock und Laune habe und ich hoffe und ich bete zu Gott, dass es nicht passieren wird, dass ich wieder in diesen Wettkampfmodus komme, weil das wäre echt scheiße. Ich habe heute ein Game gehabt, da habe ich mich schon wieder aufgeregt, aber ich habe es halt nicht aufgenommen. Ich habe es angefangen aufzunehmen, habe es dann aber abgebrochen, weil ich mir dachte, ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ihr das hören wollt. Deswegen hier kurz diese Ausschweifung zu diesem Thema. Das war schon wieder fast zu lang. So, mehr als Krankheit. Die neuesten Entwicklungen besorgen mich sehr. Die Geweihe, die ich in eurer Abwesenheit untersucht habe, haben die Erkenntnisse zum Tage gebracht. Wir müssen einen Weg finden, dieses Problem zu lösen. Konus Plattenpanzer. Das gab einen Level Up und wir kriegen in einen Buff. Das ist ja cool. Früher war das ja kein Buff. Auch ein Buff, aber den muss man irgendwie alle 180 Sekunden benutzen. Tränen der Steine. Ihr habt gehört, wie der Drache Isondre uns erklärt hat, dass die Tränen des Landes das Portal schließen können, aus dem die Verderbnis strömt. Vor einigen Wochen habe ich in dem Tal westlich von hier gesehen, dass es den Bergriesen schlecht ging. Sie waren wild vor Frustration und als sie weinten, wurden ihre Tränen, die auf die Steine fielen, zu Kristallen. Die Riesen weinen zwar nicht mehr, aber diese Steintränen sind wohl das, was Isondre gemeint hat. Eine Quelle reiner Natur. Wir brauchen diese Tränen. Geht in Frieden. Das verderbte Land. Die Klippenriesen von Feralas sind Ausläufer der Erde selbst. Wenn es der Natur gut geht, so sind sie wohlwollende Beschützer und friedliche Wächter. Doch wenn der Wald leidet, so leiden auch sie. Wenn sie von dieser Krankheit heimgesucht und verderbt wurden, so werden sie sich gewaltvoll gegen die Wildtiere und selbst gegen ihresgleichen richten und so für großflächige Zerstörung sorgen. Zerstört alle verderbten Riesen, die ihr finden könnt. Möge die ewige Sonne euch bescheinen. Ich habe hier keinen Briefkasten, ne? Nee. Bitte. Hier, ich wollte noch mal was verkaufen. Grüße. Das kann weg. Schwererstein will ich behalten. Bussardflügel. 1,82 im Schnitt täglich verkauft. Kann ich vergessen, das loszuwerden. Kann weg. Oh, Magiestoff war... Ne, 17 Silber das Stück. Ihr wollt mich wohl verarschen, ne? Da hört dann irgendwann der Spaß auf. So, kann weg, kann nicht weg, definitiv nicht. Obwohl es nur 2,5 Mal im Schnitt verkauft wird, aber never mind. Sekret des Untodes. Wer kauft sowas? I don't know. Leichte Feder, ne? Ja, Schund. Oh. Seid vorsichtig. Warum wird mir das denn jetzt nicht angezeigt? Ja, so muss ich das machen. 40, 11 Stärke, 1 Stärke mehr, 1 Ausdauer mehr, 1 Crit weniger.
Ja, komm. Meine Güte. 7, 8 Stärke. Ja, ist tatsächlich besser. Unfassbar. Jetzt fange ich an, ich Greens das Richtige anzulegen. Für euch. Oh, das tut mir im Herzen weh. Skorpitschuppe sind theoretisch was wert, aber nur 1,35 im Schnitt zu verkaufen. Das ist. Da sitze ich jahrelang drauf. Geht in Frieden. So, speichern MS. Anlegen. Speichern Tank. Ach, der Soundtrack, der ist schön. Der ist entspannt. Der ist entspannt, auch gerade so im Vergleich zu allem, was einem irgendwie in League erwartet. Ja, da ist. Ich gebe wohl zu, in WoW gibt es hier und dort auch Situationen, die mich stressen. Aber nichts, kein Computerspiel der Welt hat mich je so gestresst wie League of Legends, wenn ich da im Wettbewerbmodus war. Nie. Selbst nicht WoW Arena. Sorry. Wobei, da bin ich ein bisschen, habe ich mich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Wenn ich mich da an die ein oder andere Session von vor 8-9 Jahren erinnere, nehme ich das doch glatt wieder direkt zurück. Also, doch, klar. Also, da gab es bisweilen doch League of Legends Situationen, die nicht an das rangekommen sind, was mich in WoW da erwartet hat in Arena. Also damals, 2-on-2, mit einem sehr guten Freund von mir. Meine Güte, haben wir uns angekackt. Jeder dem anderen die Schuld in die Schuhe gegeben. Primär habe ich ihm immer die Schuld gegeben. Ich habe da einen ganz miesen Charakter, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin auch so jemand, dem fällt es schwer zuzugeben, dass er Unrecht hat. Und gerade auch so in Computergames. So, wenn ich irgendwie mal mit Freunden gespielt habe oder so. Immer eine große Fresse haben, so nach dem Motto. Das bin ich. Ganz klar. Und dann in Arena, meine Güte, da haben wir uns dann auch wirklich angeschnauzt. Wie die Blöden. Allen WoW ja auch generell. Das hat da ja wirklich von meinen richtig guten Freunden alle WoW gespielt haben, seit der Kindheit, so seit wir 14, 15 waren, haben wir mit WoW angefangen. Alle. Oh, eine Goldader! Muss ich doch gleich mitnehmen. Alle angefangen und das hat für einige Streitereien in unserem Freundeskreis gesorgt. Das kann ich euch hier ganz klar sagen. Also, wir hatten da wirklich Situationen, da will ich jetzt auch nicht zu viel ausschmücken, weil das auch alles irgendwie so ein bisschen, ja, will nicht sagen privat, aber eigentlich trifft es da schon ganz genau zu. Aber da waren teilweise Situationen, wo der eine mit dem anderen teilweise ein paar Wochen nicht mehr gesprochen hat, wegen Geschehnissen, die im Spiel stattgefunden haben. Ja. Irgendeinen Loot weggeschnappt, irgendwie solche Sauereien und das hat bisweilen doch für erhebliche Störungen in freundschaftlicher Hinsicht da mit sich gezogen. Aber dennoch wirklich geile Zeiten gehabt, muss man ganz klar sagen. Dieses Spiel will ich nicht aus meiner Kindheit missen, sag ich ganz ehrlich. Ich muss näher. Früher war es ja auch WoW echt verpönt teilweise. Also da muss man sich ja schon fast für schämen, zu sagen, yo, ich spiele WoW und sowas. Weil es halt echt. Es war einfach verpönt, sagen wir es, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es jetzt heutzutage ist. Ist mir scheißegal, was jemand davon hält, wenn ich sage, ich zock WoW. Muss man halt, ich bin 28. Und wenn du damit 28 sagst, yo, ich zocke gerne, muss man halt sehen. Das ist halt für viele doch tatsächlich für kindisch. Also da gibt's Leute, die da doch tatsächlich ausgewachsen sind. Ich nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann damit komplett aufhöre. Ganz im Ernst nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann komplett aufzuhören zu zocken. Geht nicht. Kommt nicht in mein Hirn. Ja. Ich meine, schaut euch eure Eltern an, je nachdem, was für eine Generation, welcher Jahrgang ihr seid. Wie alt ihr seid. Also meine Eltern haben mit Computerspielen absolut gar nichts am Hut. Also nichts, 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 nie in ihrem Leben gehabt. Und ich kann mir nicht vorstellen, jemals damit aufzuhören. Ich bin, ja, keine Ahnung, das jetzt, wird wohl nie passieren. Das wäre für mich
Undenkbar, muss ich ganz klar sagen. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Vielleicht wacht man eines Tages mal morgens auf und sagt, ich habe keinen Bock mehr auf Zocken. Auf keine Konsolenspiele mehr, auf kein Computerspiele mehr, auf nichts. Auf nichts. Ich wüsste gar nicht, wie ich meine Abende verbringen soll, bisweilen. Ja? Also dieser Casual-Abend, was soll man da machen, wenn man nicht am Zocken ist? Ja? Kannst du auch nicht immer irgendwas mit Freunden oder so unternehmen, mit der Freundin oder mit sonst wem? Es geht nicht. Ja? Kannst du nicht immer aufeinander rumhängen? Kriegst ja irgendwann eine Krise. Ist der Streit vorprogrammiert. Immer irgendwo hin, ausgehen, whatever, kannst du auch nicht machen, kannst du nicht bringen. Und vor die Glotze hänge ich mich nicht, sage ich ganz im Ernst. Den Schund, den man sich da angucken kann. Es ist bei Filmen, habe ich ja auch schon ganz oft erzählt. Also bei Filmen reizt mich, entweder muss es ein richtig guter Film sein, und das sind die wenigsten aus meiner Sicht, also ganz selten, weil der letzte richtig gute Film, den ich gesehen habe, Interstellar, meine Güte, ich wusste, es fängt mit ihr an. War Interstellar, das war der richtig letzte richtig, richtig gute Film, den ich gesehen habe. Und ansonsten kann ich mir nur irgendwelche Horrorschinken angucken und die langweilen einen irgendwann auch. Ich habe da sowieso mittlerweile so eine krasse Hemmschwelle, was das angeht. Aber naja. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle war's das. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder und ich würde mal sagen, bis dann, macht's immer gut. Ciao.